Hallo im Küchengarten. Das, was ihr gerade gesehen habt, war die Verarztung einer meiner Laufenten. Die hat sich nämlich irgendwo mal das Bein verknackst und jetzt ist sie wirklich böse am Humpeln. Und da hilft wirklich besonders gut eine Creme mit Namen Euceta. Das ist essigsaure Tonerde. Das schmiere ich der Ente zweimal am Tag auf das Gelenk, auf das Kniegelenk, und nach ein paar Tagen ist das Humpeln wieder spurlos verschwunden. Also ein ganz toller Tipp, wenn ihr Laufenten oder auch Hühner habt, die mal humpeln sollten. Heute geht es um meinen Knoblauch, den ich im letzten Herbst, im Oktober denke ich war das, hier zwischen die Erdbeeren gesetzt habe. Das ist wirklich eine ganz tolle Mischkultur, denn die Erdbeeren sind großartig gediehen und haben wunderbare Früchte gebildet, neben einem sehr starken Kraut. Jetzt ist das Ganze schon wieder ein bisschen am Abblühen, aber hier kommen überall neue Ableger und ich freue mich auch im nächsten Jahr auf eine tolle Ernte. Der Knoblauch hier dazwischen ist auch sehr gut gewachsen. Mitte Juli ist der dann immer erntereif. Das erkennt man daran, dass das Kraut anfängt zu hängen und gelb wird. Und an den Spitzen auch schon leicht braun und knusprig. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob der Knoblauch erntereif ist, am besten einfach mal eine Probeknolle ausgraben. Und das werde ich jetzt machen. Zum Ausgraben des Knoblauchs verwende ich wahnsinnig gern so einen Unkrautstecher. Der ist für so langpfahlige Unkräuter wie Löwenzahn super geeignet, aber auch zum Ausgraben von Karotten, Pastinaken, Schwarzwurzeln oder Knoblauch. Na, diese Knolle kann sich doch wirklich sehen lassen. Ich befreie sie nur ganz leicht von der Erde. Und wunderbar. Sehr schön. Also die Größe ist wirklich super. Bin ich sehr zufrieden damit. Und ich werde jetzt auch den Rest der Knoblauchzehen ausgraben. Ein guter Indikator für die Reife oder für das Nötigsein des Ausgrabens ist außerdem die äußere Haut. Die hat hier schon angefangen leicht aufzuplatzen und das würde nun ein Eindringen von Bakterien, Pilzen oder anderen Schädlingen unterstützen. Deswegen ist jetzt wirklich eine gute Zeit, zusätzlich mit dem grün, mit dem gelb werdenden Kraut die Knollen auszugraben. Da habe ich jetzt an einer Knolle was ganz Interessantes gefunden. Jagt wahrscheinlich jedem Gärtner einen Heidenschreck ein. Mal schauen, ob ich das gut drauf kriege. Seht ihr diese feinen weißen Kügelchen? Ich nehme mal an, das ist ein Schneckengelege. Pfui gack! Das kriegen jetzt meine Enten als feinen, delikaten Leckerbissen. Also nicht den Knoblauch, nur das Gelege. Und dazwischen noch eine überreife Himbeere genascht.
So macht Gärtnern Spaß. Also mit dieser Ernte bin ich wirklich zufrieden. Dieses Jahr hat einen tollen Ertrag gebracht und ich hatte wirklich schon Bedenken, da es so feucht war, so viel geregnet hat, dass mir vielleicht ein paar von diesen Knollen abfaulen. Aber dem war nicht so. Was ich jetzt mit den ganzen schönen Knoblauchknollen mache, ist, dass ich sie hier auf dem Tisch einmal schön flach ausbreite. Dann lasse ich sie gut trocknen. Das wird schon ein paar Wochen dauern. Und danach werde ich sie bei mir im Keller schön kühl und trocken lagern und aufbrauchen. Viele Leute flechten zum Beispiel auch einen Knoblauchzopf daraus. Das ist auch eine wunderbare Art, um sie zu trocknen und zu lagern. Vielleicht mache ich das auch, ich weiß es noch nicht. Dann möchte ich euch noch etwas ganz Interessantes zeigen, was ich hier an vielen meiner Knoblauchknollen entdeckt habe. Und zwar lustigerweise ganz nah am Ansatz der Knolle ein kleiner Horst von sogenannten Brutzwiebeln. Das sind jene Knollen, die man dann verwenden kann, die man wieder stecken kann, um neuen Knoblauch zu züchten. Normalerweise bilden die sich ja am Ende vom Knoblauchgrün aus, wenn der Knoblauch blüht und man ihn blühen lässt, dann werden nachher aus den Blüten oben diese Brutzwiebeln. Das kostet natürlich alles Kraft, die der Knolle entzogen wird. Dadurch wird die Knolle etwas kleiner. Deswegen machen es viele so, dass sofort, wenn diese Knoblauchblüte auftritt, man sie abknipst, damit die Knolle, also die Knoblauchpflanze, die Kraft in die Knolle setzt und nicht oben in die Blüte. Ich habe das gemacht, allerdings schon ein bisschen spät und ich habe wirklich keine Ahnung, ich habe das bei mehreren Knollen, warum ich dann diese ganzen Brutknollen so nah am Ansatz habe. Vielleicht wisst ihr da ja mehr, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Was ich jetzt machen werde, ich lasse diese ganzen Brutzwiebeln auch mit meinen Knollen trocknen, werde sie dann absammeln und werde sie im Herbst wieder stecken. Das ist, bei diesen Brutzwiebeln ist es so, die sind dann zweijährig, bis man wirklich so schöne gekammerte Knoblauchzehen ernten kann. Im ersten Jahr bilden sich dann sogenannte Monoknollen. Das ist einfach eine einzige große Knolle. Kann man natürlich auch essen oder entweder drinnen lassen das zweite Jahr oder herausnehmen im Juli, trocknen für den Oktober und dann wieder setzen. Ich glaube, ich werde es so machen, weil ich natürlich den Platz brauche im Hochsommer, um andere Kulturen zu pflanzen. Hattet ihr dieses Jahr auch so viel Glück mit der Knoblauchernte? Pflanzt ihr überhaupt Knoblauch an? Hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar, das würde mich wirklich interessieren. Ich danke euch wie immer sehr fürs Zusehen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen rauf da oder abonniert meinen Kanal, damit ihr keines meiner kommenden Videos mehr verpasst. Dann kann ich nur sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Gartentag und ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche wiedersehen im Küchengarten. Bis dann!